Also wir haben momentan im Bodischl gerade 149 positiv getestete Personen, wo man aber dazu sagen muss, dass kein, also mir ist nicht bekannt, dass eine oder einer von diesen Personen eben auf einer Intensivstation liegt und Gott sei Dank bei vielen Personen der Verlauf sehr glimpflich ist, weil sie halt einfach auch geimpft sind. Jetzt hat es ja Lockdown für Ungeimpfte, alle Veranstaltungen in Oberösterreich abgesagt. Was ist denn mit den Veranstaltungen in Bad Ischl? Also genau den Erlass haben wir ja noch nicht bekommen. Ich schätze mal, der wird am Sonntag in der Nacht oder am Montag kommen. Was ich zur ganzen Situation einfach sagen muss, ist, dass ich es nicht ganz in Ordnung finde, weil ich einfach an dieser Umsetzbarkeit ein wenig zweifle. Wie sollte das kontrollieren werden? Wer kontrolliert es vor allem? Ist für mich ein großes Fragezeichen. Und das ist sowieso, wenn man Sachen beschließt oder Maßnahmen anordnet und sich keine Gedanken macht, wie das überhaupt in der Praxis umzusetzen ist. Und das scheint mir jetzt auch so. Und ich bin immer eine gewesen, wo ich gesagt habe, seit ein, zwei Monaten sieht man einfach schon, dass sich die Lage sehr zuspitzt, dass die Fälle immer mehr werden und man hat nicht reagiert. Und jetzt, wo man wieder komplett am Limit ist, fängt man auch zum Reagieren und das ist meines Erachtens viel zu spät. Und das, was wir auch haben, sind natürlich die Kindergärten und die Schulen, die sind ja auch natürlich betroffen von dem Ganzen, wo ich wirklich hoffe, dass keine Schließungen gibt, keine Schulschließungen und auch nicht in den Kindergärten. Und da frage ich mich, im Juli, Juni oder Juli ist ein E-Mail, ist an alle Gemeinden ergangen, wo wir einen Bedarf haben feststellen müssen, dass wir für die Kindergarteneinrichtungen und für die Schulen diese Lüftungsgeräte bekommen, eben was diese Luft, wo das zirkulieren soll, dass die Bakterien ausgefiltert werden. Und die haben wir bestellt im Juli und bis jetzt ist nichts gekommen. Und da frage ich mich wirklich, was ist mit der Umsetzung los? Man hätte den ganzen Sommer Zeit gehabt, dass man sich auf den Herbst und den Winter vorbereitet und es hat nichts stattgefunden. Und jetzt, wo es eskaliert, jetzt gibt es diese Reaktionen und ich glaube, vorrangig wäre nicht, einen Lockdown für Ungeimpfte zu machen, weil ich einfach befürchte, dass die Gesellschaft durch das noch mehr gespalten wird. Und das ist nicht das, was mir ich wünsche. Was mir ich wünschen darf, ist, dass die Impfangebote extrem ausgebaut werden, dass es auch die Möglichkeit gibt, am Abend an den Wochenenden impfen zu gehen. Ja, der Advent naht, am Freitag sollen die ganzen Eröffnungen sein. Was bedeutet das jetzt mit den neuen Regeln? Also wie gesagt, den Erlass habe ich noch nicht bekommen, aber wenn ich die Regeln so wahrnehme, wie es in den Medien stehen, dann kann es zwar einen Handwerker-Adventmarkt, wie es bei uns in Ischl wäre, in der Trinkhalle mit FFP2-Pflicht geben, aber dieses Schmankerldorf, was vor der Trinkhalle ist, wäre ein To-Go-Adventmarkt. Und das ist für mich die Frage, ob sie das die Gastronomen antun, was das für die Wirtschaft bedeutet, brauche ich gar nicht sagen, egal ob es der Handel ist, ob es die Gastronomen sind. Das ist natürlich, sind enorme Einbußen, die sind eh nur geschädigt von den letzten 1,5 Jahren und jetzt geht das wieder von vorn los und da sehe ich einfach schon so, da wäre die Politik mehr als gefragt und wenn ich mir dann gestern im Fernsehen anhorchen muss, dass der Handel 3,5% Lohnerhöhung fordert und die Verhandlungen gescheitert sind. Und genau vor einem Jahr sind wir am Balkon gestanden, haben fürs Pflegepersonal geklatscht und für die systemrelevanten Personen. Unser Pflegepersonal läuft am Limit, da geht nichts mehr. Gab es ja vor ein paar Tagen die Demo, es ist 11:55. Ich glaube, 11:55 ist es schon lange. Da ist ganz starker Handlungsbedarf. Man muss endlich diese Beschäftigungsgruppen unterstützen, man muss bessere Konditionen geben, man muss mehr bezahlen und dann darf ich nicht über 3,5% mehr Lohn beim Handel reden. Also das ist für mich schon, was alles überhaupt nicht zusammenpasst. Was würde das bedeuten, wenn jetzt wirklich die Impfpflicht eingeführt wird bei diesen Personen?
ich finde, eine Impfpflicht kann man nicht machen. Also ich bin da wirklich so, dass ich sage, es muss freiwillig bleiben. Aber was man leisten muss, ist Überzeugungs- und Aufklärungsarbeit. Weil es ist ja schon so, dass in den Medien einfach viele Verschwörungstheoretiker gibt und da werden Statistiken irgendwie veröffentlicht, wo sie sagt, das hat mit der Realität nichts zu tun. Und es sagt, aber diese Impfung ist ja so kurz erforscht und nein, das stimmt nicht. Seit 2009 wird wissenschaftlich geforscht an diesem Impfstoff und es ist nichts anderes. Er ist genauso sicher wie jeder andere und ich sage, wie dann, wenn ich in der Pflege arbeite, ich habe in der Pflege 11 Jahre gearbeitet, war es für mich ganz normal. Es hat damals geheißen, das gesamte Pflegepersonal muss Hepatitis B impfen gehen. Und dann denke ich mir, ja, sowas kann ich mir vorstellen für gewisse Berufsgruppen, aber es ist trotzdem so, dass freiwillig bleiben muss. Und ich denke mir, wenn wir insgesamt eine Durchimpfungsrate von 80-85% zusammenbekommen, dann ist das gut, weil alle wirst du nie erreichen. Was aber auch braucht, und da rede ich von Gleichbehandlung, und bei der Gleichbehandlung nehme ich auch alle Politikerinnen und Politiker nicht aus, und da ist für mich schon sehr fraglich, wo ich mir denke, wir stehen in der Auslage, wir sollen Vorbildwirkung haben, und wenn es dann zum Beispiel Sitzungen gibt, egal ob das im Gemeinderat ist, im Ausschuss, ob es eine konstituierende Sitzung ist, und dann sind die Leute sagen, gut, ich gehe nicht impfen, muss man akzeptieren, bin ich auch so, ich habe eine andere Meinung, aber ist denen ihre, aber dann auch noch verweigere, eine Maske zu tragen, wo wir wissen, dass das schützt, dann denke ich mir, das geht für mich gar nicht, weil ich kann nicht zu irgendwen sagen, ich habe eine Maskenpflicht und die Politikerinnen und Politiker werden ausgenommen. Und da, das kreide ich stark an, also das geht für mich überhaupt nicht.